Der Nasenhaarschneider ist der beste Freund des Mannes, wenn man ihn akzeptiert. Auch ein Spiegel kann gut sein, wenn man sich auch mal ins Profil stellt. Also ich habe halt herausgefunden, dass gerade Männer ab 60, die lassen sich halt oft so ein bisschen sacken. Ne? Ich habe ins Publikum hier geguckt, die Damen haben sich alle schön floral, ananasmäßig hier auch was angezogen. Bei den Herren muss man mal aufpassen, dass die nicht so geschlechtslose Anorakwesen werden. Thomas Hermanns ist bei uns und wird uns über die Sweet 60, naja, es ist was natürlich ganz anderes, die Sexy 60 erzählen. Du bist in diesem Jahr 60 geworden. Und du erwartest an dieser Stelle schon Applaus, ne? Ja. Zwei Monate jetzt schon. Zwei Monate bist du schon sexy. Jetzt muss ich mal, pass mal auf, ich muss mal eben die Brille aufsetzen. Oh, ich muss mal machst du jetzt Tiefenprobe? Ja? Na, ich muss mal eben den Haartest machen, weil von dir habe ich ja gelernt, einmal die Woche, ne? So ein Rundum-Haarcheck. Ja, gerade für die Herren im Saal. Ne? Also man muss ja sagen, der Nasenhaarschneider ist der beste Freund des Mannes, wenn man ihn akzeptiert. Auch ein Spiegel kann gut sein, wenn man sich auch mal ins Profil stellt. Also ich habe halt herausgefunden, dass gerade Männer ab 60, die lassen sich halt oft so ein bisschen sacken. Ne? Ich habe ins Publikum hier geguckt, die Damen haben sich alle schön floral, ananasmäßig hier auch was angezogen. Bei den Herren muss man mal aufpassen, dass die nicht so geschlechtslose Anorakwesen werden. Also. Guck mal, da treffen wir da vorne aber den Nerv. Da sitzen gleich mehrere Frauen. Ich glaube, ihr wisst, wovon Thomas spricht. Du meinst diese... Ja, dieses Beige, diese Beige. Liebe zum Beige, zum Oliv, zur Übergangsjacke. Ein Wort, was es nur in Deutschland gibt. Ich liebe aber Übergangsjacke. Warum, Kim? Die sind undefiniert. Weil du kannst dick sein, dünn sein, wie du willst. Die passt immer. Das ist wie eine Handtasche oder Schuhe. Ja, aber du musst aufpassen, dass du nicht immer aussiehst wie ein Wanderverein auf der Flucht. Das ist einfach... Kennt kein Mensch. Weißt du, the Transit Jacket. Geh mal in New York über die Fifth Avenue und sag, where is the Transit Jacket? Die lachen dich von hinten. Das musst du noch mal genau erklären. Ich glaube, du schreibst es auch in deinem Buch. Er hat auch ein Buch, Gott sei Dank, dazu geschrieben. Man kann es also auch noch mal nachblättern, wie man es gut hinkriegt. Du beschreibst so eine Reisegruppe, wirklich wie so eine Wandergruppe, die durch irgendeine kleine Stadt laufen. Und du denkst, die wollen eigentlich auf dem Berg jetzt eine Wanderung machen. Das ist halt, wie gesagt, wir sind in Deutschland da so ein bisschen, wenn man nach Italien guckt, nach Frankreich guckt, Schweiz, schon Österreich, da wird es ja schon besser. Und ich finde, in Italien lacht sich doch auch der Seniore mit 70 mit dem schön gebügelten weißen Hemd oder den etwas pastelligeren Jacketts kaputt, wenn so eine deutsche Truppe durch so Bologna stolpert und irgendwie sieht, als ob sie einen Berg besteigen. Mit Funktionskleidung. Ja, oder sie wollen den Müll trennen oder man weiß immer gar nicht, was sie da vorhaben. Und wenn dann noch diese praktischen kleinen Hütchen, die gibt es auch nur bei uns. Kennst du diese? Was ist das? Das haben meine Eltern auch. Aber meine Eltern sehen sexy damit. Ja? Damit nichts passiert auf dem Kopf. Ja, aber da sind noch so Ösen drin, wo noch Luft rein soll. Irgendwo zwischen Safari und ich weiß es nicht. Muss jetzt mal dürfen nicht nachlassen. Ich muss mal kurz Andreas Brückner, weil sie lachen so herzhaft. Erkennen Sie sich oder andere? Ich frage für einen Freund. Erkennen Sie da andere wieder? Also man muss zu Hause doll aufpassen, dass man nicht in der Jogginghose verfällt. Habe ich jetzt beim Familiengericht einen Fall gesehen, da war gerade so eine Ehe vor Gericht, da wurde das verhandelt und da haben die Ehefrauen Zensuren vergeben. Wenn du mit der Jogginghose an den Tisch kommst, kriegst du 5 Punkte Abzug. Der Mann hatte immer 100 Punkte im Monat und dann wurde abgezogen. Und das hat er eingeklagt vor Gericht, fand er nicht gut. Aber wäre eine Methode möglicherweise. Richtig, Sportkleidung ist für Sport. Und man muss auch immer bei diesem Lieblings-T-Shirt, was man irgendwann in den 40ern gekauft hat, aufpassen, was draufsteht. Wenn dann, ja, da steht dann wieder Gym oder... Also, was das Buch machen will, es soll ja helfen. Es soll ja Freude und Glück stiften, genauso wie vom Kollegen. Und es ist einfach so, ab 60 bestimmte Sachen fallen schwerer. Deshalb muss man ein bisschen mehr aufpassen. Die Gelenke knacken hier und da geht's ja los. Und es ist aber ein Warnruf. Und es ist nicht das Signal, wirklich in dieser einen Jeans und dem einen Gürtel. Man wusste, dass viele Männer nur einen Gürtel besitzen. Der Hang zum Zweitgürtel ist unterschätzt. Das ist wirklich so. Howard, wie viele Gürtel hast du ungefähr? Hast du überhaupt Howard hat genug Gürtel. Nur einen? Eigentlich gar keiner. Ja, ne? Aber eben gute Schals. Und guck mal, genau das. Diese Schale habe ich nur für dich angezogen. Ich wusste, die würde dir gefallen. Ja, und das ist richtig. Aber so wichtig. Das ist dieses, was ich meine. Und da habe ich auch im Buch geschrieben, von wem ich zum Beispiel gelernt habe, war Alfred Biolek zum Beispiel. Ja. Der war für mich ein Vorbild. Der hat diesen mediterranen Stil angehabt. Das sah immer gut aus. Es war nicht pfauenhaft. Es war aber irgendwie gut angezogen. Richtig Gentleman, so ein bisschen italienisch-französisch. Und es ist ja nicht so schwer. Man muss einfach dieses weiße Hemd
Einmal bügeln. Männer, bügeln ist wichtig. Ja? Das Bügeleisen auch als Freund akzeptieren. Und dann geht das schon. Aber man soll nicht immer aussehen wie jemand, der vom Spielplatz kommt und den Müll trennen will. Aber also, ich müsste schon sagen, ich habe schon ein paar Gürtel, aber Krawatten habe ich gar keine. Ich auch nicht. Ich bin auch kein Krawattenfreund. Das kann Konstantin jetzt nicht von sich behaupten. Dann ich heb den Schnitt. Ja. Du hebst den Schnitt. So, also das ist ja nur das Äußere. Es ist ja auch wirklich spannend. Du sagst auch, so, du hast so Sätze drin wie Gelenkschmerzen findest du nicht so schlimm wie Mathe oder weniger schlimm als Mathe. Nein, das war wieder mit dem Glück, wo ich sage, man ist ja in dem Alter, man ist ja aus bestimmten Gründen auch glücklich, weil man viel hinter sich hat. Man kennt sich gut, man weiß, was man kann, was man nicht kann. Man kennt seine Stärken und Schwächen. Man kennt sich ja viel besser. Und ich freue mich halt jeden Abend, wenn ich ins Bett gehe und denke, Mensch, morgen musst du nicht in die Schule. Das macht mich einfach sehr zufrieden. Ist doch mal schön, dass man nicht um 7 Uhr da in die Straßenbahn musste und um 8 Uhr Mathe hatte oder den Sport oder sowas. Wobei Sport ist halt auch gemein, also man muss im Alter halt mehr machen, die Muskeln gehen zurück und diese fiesen, also ich mache ja Yoga, ich mache Cardio und sowas, aber diese fiesen Übungen, die ich schon als Kind so gehasst habe, diese Hantelübungen und die Klimmzüge, der Klimmzug kommt zurück. Du kannst einen Klimmzug? Ich kann keinen Klimmzug. In meinen Träumen hänge ich nicht wie ein nasser Sack da an dieser Stange, aber ich arbeite daran. Ich habe das Ziel, bis 65 will ich auf jeden Fall 4 schaffen. Also nicht in der gesamten Zeit, sondern am Stück. Wir reden jetzt mal in den nächsten Tagen. Siehe, wir verstehen uns, mein Schatz. Also du sagst auch, das Gute an dieser Dekade ist, man hat einfach auch Zeit. Man hat Zeit, neue Sachen. Die Arbeitsleben ändert sich. Ne? Die meisten Leute gehen in der Rente in dieser Zeit. Und da entstehen ja neue Fenster und neue Zeitfenster, neue Möglichkeiten. Man kann andere Dinge tun. Ich habe echt das Gefühl, ich habe 30 Jahre eigentlich durchgebrettert in meinem Job. Und jetzt öffnen sich da ein bisschen die Fenster, kann ich ein bisschen andere Sachen machen. Aber eben auch, viele Frauen kennen das, ne? Der Mann geht in Rente, wir kennen das von Loriot. Ne? Da sitzt er dann. Ne? Da sitzt er dann. Mein Papa fing damals an, die Küche umzuräumen. Meine Mutter hat gesagt, was macht der denn da? Die Tassen wurden neu sortiert. Die sagt, die stehen seit 25 Jahren, stehen die richtig. Nee, lass mal was anderes ausprobieren. Da muss man auch aufpassen. Gott sei Dank hat er ein Ehrenamt gemacht, was eine große Chance ist, auch im Alter sich zu betätigen. Und war dann aus der Wohnung, da war es wieder besser. Das war aus der Wohnung. Ja, ja. Guck mal, hier einige. Na, viele wissen, der sitzt dann da. Ne? Ja, ja. Der sitzt da und dann will beschäftigt werden. Ja, genau. Na ja, gut, im schlimmsten Fall. Meistens kommt ja dann vielleicht doch selber noch die Idee. Herrlich finde ich auch, dass du sagst, du pflegst neue Beziehungen, nämlich zu Ärzten. Mhm. Die muss man jetzt auch mehr in sein Leben lassen. Es ist klar, man wird in dem Alter mit Ärzten mehr zu tun haben als vorher. Man muss die ganzen Check-ups und alles machen. Und ich habe ja so ein System, wie ich gute Ärzte erkenne, und zwar an der Rezeption. Wenn Sie, egal welche Praxis, reingehen und Sie sehen schon eine schwer schwitzende Person hinter so einem Berg von Papier, die gerade von links nach rechts und das Telefon klingelt und da hinten hängt so ein etwas verblasster Vasarely-Druck, dann sollte man sofort die Praxis verlassen. Das gibt inzwischen, es gibt Computer, es gibt Möglichkeiten und ich sage immer, das ist wie die Visitenkarte der Praxis. Wenn das vorne geregelt ist, ist der Arzt oder die Ärztin auch gut. Wenn vorne schon alles stöhnt und schwitzt und dann hängt hinten noch, wir sind hier auf der Arbeit und nicht auf der Flucht und so, sofort raus. Sofort raus. Das sind schlechte Zeichen. Man muss Ärzte wie beim Dating so ein bisschen ansteuern, weil mit denen hat man mehr zu tun. Besten so 10 Jahre jünger als man selber, das ist ganz gut, dann kann man mit denen altern. Und bei den Hautärzten, die sollen nicht zu gut aussehen. Ich hatte mal einen Hautarzt, der sah aus wie ein Model, das hat mich ja völlig fertig gemacht, da will ich auch nicht mehr hingehen. Das will man ja auch nicht, du gehst ja nicht zu Heidi Klum, um irgendwelche Hautprobleme zu lösen. Aber Magdalena ist ja ein herrliches Vorbild für dich, deine Mama. Ja, absolut. 85? 85 jetzt, ja. Und was eben auch schon mal bei dem Bayerischen auftaucht, ist vielleicht das Katholische, das haben wir aus dem Rheinischen. Das hilft ganz gut, dieses Rheinische, was kommt, was man noch kann, das kann man machen. Was nicht kommt, jammert man nicht drüber. Also diese kölsche Herangehensweise, das hat sie sehr. Und sie nimmt jeden Tag und nimmt den positiv. Und deshalb ist sie auch ein großes Vorbild. Und ich grüße sie ganz herzlich. Ja, ich auch. Magdalena, wo bist du? Liebe Grüße aus Leipzig. Immer dabei. Ich liebe das. Thomas Hermanns hat immer die ganze Familie dabei. Dein Mann, deine Schwester, deine Mutter, alle immer dabei. Ich musste auch sehr lachen, weil da habe ich mich dann wirklich auch selber erkannt und Sie werden sich jetzt auch alle zu Hause erkennen und auch hier im Studio. Ja, was denn? Einmal im Monat geht Thomas Hermanns aus.
Ja, das klingt jetzt so, es ist also so. Tragisch. Es ist ja mehr so. Als bei mir. Man muss. Du gehst noch weniger aus? Ich gehe gar nicht aus. Ja, ich auch nicht. Man muss. Also wenn man je gerne ausgegangen ist, wenn man mal andere Leute treffen will und nicht die Leute, mit denen man vor 20 Jahren schon in Italien im Urlaub war, neue Leute, wenn man auch mal nachts um 3 über Sternzeichen diskutieren will, an einer Bar, was ich immer gerne mache, und Mensch, du bist Löwe, naja, wird nix. So, also, wenn man all diese Energien rein, dann muss man ab 60 wirklich Sachen machen. Man muss von dieser Couch hochkommen. Man muss Ausgehfreunde haben, die einen im Halbstundentakt anrufen, weil die Serie gerade so spannend ist. Und dann gucke ich wieder, was die Ärztin da macht. Ne? Dann sagen sie, jetzt bist du unter der Dusche? Bist du schon unter der Dusche? Man muss wirklich die Tage danach freiraumen für den Kater. Ich trage mir das inzwischen ein. Also ich habe den Ausgehtag und früher war am nächsten Tag der Kater und war es gut. Inzwischen dehnt sich der so durch die Woche. Also ich muss danach auch 3 Tage freiräumen, wo ich dann nur Serien gucke. Es ist ja, leider, es ist so. Ja, schlechte Nachrichten für alle, die noch in die Kakadu-Bar wollen. Also es ist danach, ist es auch ein bisschen härter. Aber man muss dranbleiben. Man muss doch noch das Leben, man muss doch neue Leute reinlassen. Jüngere Leute, ganz wichtig. Kontakt zu jüngeren Leuten pflegen und nicht immer sagen, die jüngeren Leute, das macht einen sofort alt. Also da gibt es ganz viele Tipps in dem Buch und Tricks, die ich für mich sage, das hilft eigentlich ganz gut, aber man muss ein bisschen mehr tun. Aber man kann das auch mit sehr viel Glück und Freude und guten Gefühlen tun, wie eben zum Beispiel du eben an einem Flügel sitzend, irgendwas spielend, was du dir aufgeübt hast und du eben, du alter Turniertänzer. Ja, auf der Tanzfläche. Ja, aber es geht nicht mehr alles, Kim. So, das, pass auf, darf ich das, warte mal, was hast du? Oh Gott, ich finde es nicht. Sag das doch mit dem Wippen, mit dem altersgerechten Wippen. Nein, das ist falsch. Warte mal, ich muss meine Brille, das gibt's welche, doch nicht. Welche Brillenstärke hast du eigentlich? Ach, hör mir auf, ich muss eine neue, das macht doch auch keinen Spaß. Hast du eigentlich keine Brille? Ich habe Linsen drin. Ach Gott sei Dank. Aber ich liebe auch das, finde ich auch immer ganz sexy. Ja, also wirklich furchtbar. Aber du hast irgendwas geschrieben von wegen dieses Wippen auf der Tanzfläche ist die Angstform. Also. Ja, es ist einfach so, wie in Berlin wohne ich ja, ne? Ich könnte ja ins Berghain nun jeden Abend und dann, aber der Beat ist mir zu schnell. Das ist schon, dieser ganz Disco-Beat ist schon in meinem Alter viel. Ich suche Musik, die mehr so aus der Hüfte so ein bisschen, also modern, aber wippend ist das Motto bis 70, habe ich das Gefühl. So. Da halte ich dann aber auch eine Stunde auf der Tanzfläche durch. Aber mit I Will Survive und so, da schnaufe ich nach 5 Minuten. Ne? Wobei, ich kenne kaum einen, der sich selber in seinen ganzen Shows, und ich meine 30 Jahre Quatsch Comedy Club, da gab es einige Shows, die du auch wirklich in Paillette glücklich, du warst auch immer so glücklich, wenn du dir selber einen Tanz auf der Bühne auftauchst. Also wenn du selber. Bei Stand-Up Comedy, wie lustig ist das? Ne? Das ist die einzige Show, wo keine Musik drin ist von mir. Und da habe ich immer Shownummern reingeschmuggelt, dachte ich, ach, das kann man ja nochmal machen. Jetzt hast du einen Vorschlag auch gemacht, weil wir dich gefragt haben, was für eine Musik tanzt du denn da? Und das ist tatsächlich dann also Shakira geworden. Reggaeton ist die Lösung, Leute, das ist für alle hier, das ist wirklich die richtige Mischung. Da kannst du die Hüfte kreisen lassen, es ist sexy time, aber es erschöpft einen nicht. Schub-Schub-Mittelbeat. Schub-Schub-Mittelbeat ist das, genau. Kannst du dir nicht vorstellen? Nee. Habt ihr das da? Danke, dass du fragst. Ich hab schon gesagt, er fragt gar nicht mehr. Shakira, meine Damen und Herren. Aber dann müssen wir aber du hier, ne? Alle. So. Meine Lieben. Alle mal locker. Schub-Schub-Mittelbeat. Das lockert uns jetzt alle auf. Da wird sich jetzt Howard aber ganz besonders. Das lockert jetzt alle auf. Diese Rundtalk-Shows, man ist doch jetzt festgesetzt. Das könnt ihr jetzt bitte auch gerne mal. Der Herr in den weißen Ton schon. Stehen Sie mal auf. Komm, wir machen jetzt Schub-Schub-Mittelbeat. Die ganze Kurve aufstehen und schubsen. Das ist gar nicht so schwierig. Pass auf. Hören wir schon? Du machst Achtung, vor, oder was? Ich mach vor, es ist ganz einfach. Mach mal schön laut. Machen Sie gerne denn. Achtung. So, rein. Das finde ich schon anspruchsvoll. Und jetzt so ein bisschen Arme hoch. Und ein bisschen Schub. Rein. Und jetzt rum. Hallo. Können Mann was gewonnen. So geht das. Das geht so. Alle wieder wach. Danke schön. Alle ausatmen. Und das war jetzt auch noch total modern und jugendlich.
ganz toll. Also das, ich habe ja schon meine Freundin gefunden. Wir zwei, wir haben noch eine Verabredung. Da müssen Sie jetzt die gleich. Die Shakira von Leipzig war das gerade. Und sie schläft garantiert nicht vor dir ein. Nee, das glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Also ihr seid gleich noch in der Karaoke-Bar verabredet, glaube ich. Wahnsinn, ne? Karaoke, da bist du schuld, dass wir das alle hier machen. Du hast Karaoke nach das Deutschland geholt. Glaubt man wirklich nicht mehr, aber es war es wirklich ich. Und es ist wirklich bewiesen. Keiner wollte es haben. Und alle haben gesagt, das machen die Deutschen nicht. Der Spiegel hat einen großen Artikel geschrieben. Verrückte Party in München. Was machen die Leute jetzt da? Und wir haben es wirklich gemacht. Wir haben mit Zetteln in der Hand dagestanden. Die Musik kam von Kassette. Die Halbplaybacks habe ich aus New York mitgebracht. Und dann haben wir gesungen und getanzt und Quatsch gemacht. Atmest du ein bisschen schwerer gerade eigentlich? Nein, ich weiß gar nicht. Nach drei Tagen ist das weg. Da war eine Stufe. Da war eine Stufe drin. Nach drei Tagen ist es weg. Hör mal. Aber du hast schon mal festgestellt, dass ich was beim Hinsetzen und Aufstehen auch so... Du machst Geräusche, natürlich. Ja. Typisch. Und, so. Und das meine ich in dem Buch. Es ist ja gar nicht schlimm, dass all das passiert, wenn man den Humor behält, wenn man sich entspannt, wenn man die Ruhepausen einhält. Ne? Nach so einer wilden Ekstase zwischen Tanznummer, jetzt auch mal wieder auf dem Hocker. Und das Leben wird, finde ich, also ich bin das mit der Glücksstufe C, das kann ich verstehen. Ich habe nur eine Frage, Thomas. Du bist gerade 60 geworden. Mhm. Hast viele Gedanken gemacht, wie man, was macht man 17 Jahre später? 17 Jahre später habe ich immer gedacht, also dann... Nee, weil ich bin ja... Ich weiß. Ich also dieses Programm scheint sehr... Abendfüllst. Ich habe das Gefühl, in 17 Jahren, also ich habe gedacht, ich habe ja nie Drogen genommen oder so, ne? Dachte ich, also im hohen Alter, dann kann ich doch mal auf dem Acker sitzen und mit Gott sprechen oder so, ist dann auch wurscht, glaube ich, so, ne? Erzählst du uns jetzt in aller Öffentlichkeit von deinem ersten LSD-Trip? Ja, oder? Wenn ich dann 80 bin. Ach, wenn du 80 bist. Wenn ich 80 bin, dann komme ich hier wieder zurück, dann nehmen wir LSD und dann gucken wir mal, wer dann tanzt. Thomas Herrmann. Ja.